Dein Mann? Keine Ahnung. Ja, hallo? Du bist's. Ich habe erst im Morgen mit dir gerechnet. Na, hast schon geschlafen? Nein, nein, ich war im Bad. Was war das? Mir ist was runtergefallen. Aha. Soll ich dir was zu essen machen? Na, brauchst du nicht. Ich werde hier noch eine Kleinigkeit essen. Also dann, bis nachher. Okay. Besser, du gehst jetzt. Ist noch was? Wir haben ein Problem mit deinem Mann. Wer ist wir? Die Firma. Werner hat sich mit meinem Vater angelegt. Er hat gesagt, wenn er von der Tour zurück ist, dann wird er reinen Tisch machen. Und das wollt ihr verhindern? Ja. Vielleicht blöfft er. Vielleicht auch nicht. Weißt du irgendwas? Nein. Steckt Rieche da mit drin? Ja. Was habt ihr vor? Hör zu, ich schlafe mit dir, okay? Aber ich möchte nicht, dass ihm irgendetwas passiert. Hast du das verstanden? Ja? Sie wollten mit mir sprechen? Ja, wenn Sie derjenige sind, der hier letzte Nacht Dienst hatte. Ja, der bin ich. Freddy Lammers, hallo. Viktor Siska, haben Sie irgendwas gehört? Nichts gesehen, nichts gehört. Der Tote heißt Werner Groth. Kannten Sie den Mann? Ja, was heißt kennen? So wie man jemanden kennt, der 3 bis 4 Mal im Monat hierher kommt. Aber dass er Groth hieß, wusste ich nicht. Und wie sein Kumpel heißt, auch nicht. Da müssen Sie schon meinen Chef fragen. Wo ist denn der Chef? Ah, den habe ich eben angerufen. Der müsste gleich kommen. Was war denn vergangene Nacht? Ja, was soll schon gewesen sein? Er kam rein, hat ein Päckchen Zigaretten gekauft, eine Rolle Pfefferminz, ja, und auf wenig los war, haben wir uns dann unterhalten. Worüber haben Sie denn gesprochen? Über seine Tour. Ich glaube, er kam irgendwie aus Ungarn oder Rumänien. Dann hat er mir doch erzählt, dass er ins Rasthaus will, weil er noch Hunger hat. Wann war das denn genau? Warten Sie mal, ich habe um 22 Uhr angefangen. Halbe Stunde später. Aber Sie können das übrigens alles kontrollieren, weil da oben die Videokameras zeichnen alles auf. Entschuldigung, Sekunde. Die Tatzeit habe ich mit 23.15 Uhr notiert. Und ich habe gehört, Sie haben eine hohe Trefferquote, was die Feststellung der Tatzeit betrifft. Der Mörder hat auch gut getroffen. 2 der 3 Schüsse waren tödlich. Der Mann saß wie in einer Falle. Vermutlich hat er sich auf die Toilette geflüchtet und versucht, mit seinem Handy um Hilfe zu rufen, als ihn die Schüsse trafen. Zerschossenes Handy lag am Boden. Die Schusskanäle verlaufen schräg, von oben nach unten. Danke, Doc. Schönen Tag noch. Junger Mann, wir waren noch nicht ganz fertig. Sie haben gesagt, Sie wüssten den Namen des zweiten Fahrers nicht. Warum sind Sie denn so sicher, dass es 2 waren? Weil er es gesagt hat. Aber gesehen haben Sie nicht. Nein, er hat nur gesagt, dass sein Kumpel drüben in der Koje liegt und schläft. Ja, da kommt mein Chef. Leidinger. Siska, Kripo München. Ich habe schon gehört, was passiert ist. Ja, aber Sie waren doch gestern Abend gar nicht da. Doch, ich war schon da, aber da war noch nichts. Ich habe um kurz vor 22 Uhr die Kasse an Lammers übergeben und bin nach Hause gefahren. Wann ist der Mann erschossen worden? Später. Tja, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ja, aber Sie kannten Groth. Ganz gut. Er kam häufiger. Immer wenn er von einer Tour kam und es was geschafft hatte bis nach Hause. Tja, diesmal hat er es nicht ganz geschafft. Der Angestellte hat gesagt, dass noch ein zweiter Fahrer bei ihm war. Ach, und der ist weg? Ja. Das muss Rieche gewesen sein. Ich kenne die beiden. Rieche und Groth sind immer zusammengefahren. Die meisten Spediteure schicken ihre Fahrer heute aus Kostengründen allein auf die Reise, aber die beiden, die waren immer zusammen. Vielleicht hatten sie einen Sonderstatus bei Melzer. Melzer, das ist dann der Spediteur, ja? Ganz genau. Sagen Sie, brauchen Sie mich noch? Ich habe schon seit 1,5 Stunden Feierabend. Kriege ich das eigentlich bezahlt? Komm, schleich dich. Nein, Moment. Zuerst bekomme ich noch das Band von der Überwachungskamera. Lissmann. Und? Pech gehabt. Im Rasthaus ist niemand mehr von der Nachtschicht. Wenn der Mörder einen Schalldämpfer benutzt hat, können die nichts gehört haben. Du hast recht, aber vielleicht hat ja jemand was gesehen. Haben wir eigentlich die Kennzeichen der getagten Autos? Na klar. Die Kassette. Oh, danke. Wer ist denn der Pächter des Rasthauses? Das bin ich. Rasthaus und Tankstelle gehören zusammen. Geben Sie uns bitte Bescheid, wenn drüben jemand ist, der gestern Abend Dienst hatte, ja? Danke. Bis dann später. Mach ich. Das waren die Kollegen aus Neuperlach. Eine Frau Groth hat ihren Mann als vermisst gemeldet. Schon? Marlies Groth arbeitet als Geschäftsführerin in einem Supermarkt. Die Adresse ist Altenburg. Hane, sowas können Sie jetzt wirklich besser als ich. Danke für das Vertrauen. Übrigens, dieser Groth, der war nicht alleine unterwegs, der hatte einen Beifahrer. Ja, und wo ist er?
Das ist eine gute Frage. Riesche heißt der Mann. Sind Sie die Herren von der Kripo? Herr Melzer? Ja. Siska, Kriminalpolizei, ist mein Kollege Lessmann. Guten Tag. Guten Tag. Ihr Fahrer, Groth, ist an einer Tankstelle erschossen worden. Groth ist tot. Und wo ist der andere Fahrer, Riesche? Der ist verschwunden. Die Frau von Groth hat mich angerufen. Sie war völlig durcheinander. Sie hat gesagt, dass ihr Mann nicht nach Hause gekommen ist. Können Sie sich erklären, was da passiert ist? Nein, das Ganze ist mysteriös. Sie waren miteinander befreundet. Hat dieser Riesche irgendwelche Angehörigen? Soviel ich weiß nicht. Könnten wir bitte die Adresse haben? Ja, kommen Sie mit rein. Und ein Foto. Einen Moment. Wohin geht's da? In die anderen Büros, aber da ist noch niemand. Schlechtes Timing. Die einen sind schon weg, die anderen noch nicht da. Wie viele Leute haben Sie denn? 6 im Büro und 28 Fahrer. Ich hab's gleich. Wir würden gerne mal mit Ihren Leuten reden. Die Mitarbeiter wissen ja oft mehr als der Chef. Ja, das stimmt, ja. Aber wie schon gesagt, im Moment bin ich noch allein. So, hier. Bitte schön. Danke. Die Adresse steht auch drauf. Ja, das ist er auch. Können wir das haben? Das ist besser. Ja, kein Problem. Danke. Für die Fahndung. Wie lange waren Groth und Riesche denn eigentlich unterwegs? 3 Tage, Bukarest hin und zurück, Textilien. Ach, übrigens, ja, was ist denn mit dem Lastzug? Der Kunde wartet auf die Ware. Im Moment gehört die Fuhre der Spurensicherung, die ist sehr gründlich, also für heute Abend würde ich nicht damit rechnen. Ja? Wo bist du? Wo, schon zu Hause natürlich. Jetzt hör mir mal zu, wenn du nicht sofort deinen Arsch in Bewegung setzt, dann... Was ist denn los? Was regst du dich so auf? Groth ist heute Nacht umgebracht worden. Die Polizei war schon hier. Hast du gehört? Ja. Sie sind von der Polizei? Ist was mit meinem Mann? Ja. Nun sagen Sie schon. Jemand hat auf ihn geschossen. Ist er tot? Ja. Wo ist das passiert? An einer Autobahntankstelle, kurz vor München. Ich hab's geahnt. Mein Beileid. Kann ich ihn noch mal sehen? Natürlich. Den Riesche, den kennt ja kaum einer. Der ist ständig unterwegs. Fernfahrer, wie der Name schon sagt. Seit wann wohnt er denn hier? Seit 3 Jahren, aber in der Zeit habe ich ihn vielleicht 1 Dutzend Mal gesehen, wenn es hochkommt. Ist keiner, der ständig auf der Matte steht, wenn es repariert haben will. Wann haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesehen? Vor 3 oder 4 Tagen. Unten vor der Haustür. Da hat er gesagt, er muss nach Rumänien. Ich habe ihm gute Reise gewünscht und das war's dann. So, bitte sehr. Sie wissen, wo Sie mich finden. Danke. Aber bleiben Sie doch noch ein bisschen. Ja, wie Sie wünschen. Keine Post. Ein ordentlicher Mensch. Unsere Stadtteilzeitung. Kommt einmal in der Woche. Die hier stammt von gestern. Im Badezimmer hat jemand Papier verbrannt und die Asche in der Toilette entsorgt. Einige Schnipsel haben die Verbrennung leicht angekohlt überlebt. Ist ein schöner Job für unsere Spurensicherung. Briefe sind vor 2 Tagen abgestempelt. Aber da war er schon weg. Trotzdem sind sie geöffnet. Hat noch jemand einen Schlüssel für die Wohnung? Nein. Alle Nachschlüssel gehen über mich. Wie erklären wir uns dieses Mysterium? Riesche muss nach dem Stopp auf der Autobahn hier gewesen sein. Schablone. Was hat er damit gemacht? Schabloniert. Ah ja. Ja, Buchstaben ausgemalt. Ich kenne das noch aus dem Zeichenunterricht. Aus dem Zeichenunterricht? Ja. Ich gebe dann mal die Fahndung nach Riesche raus. Kümmerst du dich um die Spurensicherung? Ja, okay. Was hältst du davon, wenn wir die Wohnung im Auge behalten, falls er hier nochmal auftaucht? Das glaube ich so gar nicht, aber klar. Veranlasst das. Groth ist umgebracht worden. Riesche ist spurlos verschwunden. Was ist da gelaufen? Das weiß ich doch nicht. Nein! Riesche und du, ihr habt da bestimmt damit zu tun, oder? Quatsch. Wo bist du gestern Abend gewesen? Dasselbe könnte ich dich auch fragen. Groth redet nicht mehr. Das muss dir doch sehr gelegen. Ja, aber seine Frau redet. Die hat mich angerufen, hat mir gedroht.
Ja, sie hat gesagt, ich habe ihren Mann auf dem Gewissen und dass sie das nicht auf sich beruhen lassen wird. Das gibt Ärger mit der Frau, das spüre ich. Du siehst Gespenster. Ich will nicht, dass sich die Polizei hier wieder die Türklinke in die Hand gibt. Dass am nächsten Morgen es in der Zeitung steht. Also kümmere dich gefälligst darum. Schaff das aus der Welt. Oh Gott, bist du so naiv? Hast du gedacht, ich habe das nicht gewusst? Roth hat das auch gewusst. Und wenn die Polizei das erfährt, dann wird es ein leichtes für sie sein, einen Zusammenhang zwischen dir und dem Mord an Roth herzustellen. Vielleicht aus Eifersucht. Dann mach dich doch nicht lächerlich. Das ist eine Bettgeschichte. Mehr nicht. Deshalb bringe ich doch ihren Mann nicht um. Ich habe es geahnt, haben Sie vorhin gesagt. Sowas sagt man nur, wenn man einen bestimmten Verdacht hat. Sagen Sie, was Sie wissen. Helfen Sie uns, den Mörder Ihres Mannes zu finden. Es sei denn, Sie belasten sich selber. Und was, wenn? Dann rate ich Ihnen, sicher einen Anwalt zu nehmen. Auf Wiedersehen. Warten Sie. Ja? Melzer. Der Arbeitgeber Ihres Mannes? Ja. Sie glauben, er hat etwas mit dem Mord zu tun? Ich weiß es nicht. Es ist so eine Vermutung. Mein Mann muss irgendwas über Melzer oder über die Spedition gewusst haben, was nicht an die Öffentlichkeit sollte. Hat er mit Ihnen darüber geredet? Nein, aber ich habe gespürt, dass da was nicht in Ordnung ist. Einmal hat er zu mir gesagt, ich will da raus. Ich habe gesagt, wo willst du raus? Er hat gesagt, besser, du weißt nichts. Sie denken, dass dieser Kollege, dieser Riesche, darin verwickelt ist? Ja. Er und Werner waren immer zusammen unterwegs. Zumindest muss er davon gewusst haben. Wann kann ich meinen Mann beerdigen? Wir müssen den Obduktionsbericht abwarten. Ich rufe Sie dann an. Auf Wiedersehen. Riesche, wir fahren nach ihm. Hier ist ein Personalbogen aus der Firma. Der Tankstellenpächter hat gerade angerufen. Seine Frau ist jetzt da. Was hat denn die Frau damit zu tun? Sie macht die Gastronomie in dem Rasthaus und war bis nach Mitternacht da. Groth war auch in dem Rasthaus, um was zu essen. Vielleicht ist sie die Letzte, die ihn lebend gesehen hat. Du vergisst den Mörder. Interessiert sich eigentlich einer der Herren für die Frau des Toten? Immer, Arne. Marlies Groth, Mitte 30. Seit 7 Jahren mit Werner Groth verheiratet. Zeit für eine Krise. Arbeitet als Geschäftsführerin in einem Supermarkt. Wie hat die denn reagiert? Eigenartig. Kaum Emotionen. Jedenfalls keine herzzerreißende Trauer, sehr gefasst. Aber irgendwie war sie zornig. Zornig? Ja. Marlies Groth glaubt, dass Melzer, der Spediteur, etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun hat. Riesche und Groth waren offenbar in eine dubiose Sache verwickelt und Groth wollte aussteigen. Was wissen Sie denn über diese Firma Melzer? Da bin ich jetzt dran. Ja, ich komme ja schon. Hallo. Du traust dich hierher? Was willst du? Mit dir reden. Mein Beileid. Ich habe gerade von meinem Vater gehört, dass... Spar dir die Heuchelei. Du und dein Vater. Ihr habt ihn auf dem Gewissen. Kann ich reinkommen? Nein. Ich habe mit dem Tod deines Mannes nichts zu tun. Ich glaube dir kein Wort. Werner musste sterben, weil er euch zu gefährlich geworden ist. Ach. Und Richard hat das für euch erledigt. Weil ihr euch selber die Finger nicht schmutzig machen wolltet. Habt ihr ihn wenigstens gut bezahlt? Marlies, ich bitte dich. Das ist Unsinn. Verschwinde, sonst rufe ich die Polizei! Ja, Groth war hier, so kurz vor 23 Uhr. Er hat eine Kleinigkeit gegessen, dort drüben an dem Tisch. Ich habe mich dann zu ihm gesetzt. Sie kannten sich gut, ja? Ja, sicher. Er war ja mehrmals im Monat hier. Riesche? Ja, den auch. Aber der war gestern nicht da. Groth, ist Ihnen an dem irgendwas aufgefallen? War der unruhig, nervös, ängstlich, sowas? Nein, also ich fand ihn ganz normal. Worüber haben Sie sich denn unterhalten? Frauen. Ich glaube, er hat ein kleines Problem. Er hat mich gefragt, wie mein Mann reagieren würde, wenn ich ihn betrügen würde. Und dann hat er mich gefragt, ob ein Mann, der seine Frau verzeiht, ein Schwächling ist. Na, das sind Fragen. Ja. Wann ist er denn gegangen? Ich weiß nicht so genau, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber länger als eine halbe Stunde war er nicht da. Wie lange waren Sie denn da? Biggie, kannst du mal kommen? Wir haben den gleichen Weg, ich nehme Sie mal mit dem Auto mit. Biggi, das ist Hauptkommissar Siska. Weißt du noch, wann wir gestern gefahren sind? Um 12:30. Um 12:50 war ich zu Hause. Das heißt, die beiden waren da, als Groth erschossen wurde? Ja, aber ich habe nichts gehört. Nein? Danke. Ja, tut mir leid.
Aber wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ja. Okay. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ja. Konnte sie Ihnen weiterhelfen? Nein. Ehrlich gesagt habe ich damit überhaupt nicht gerechnet. Melzer hat Probleme. Ja? Inwiefern? Konkurrenzkampf. Jemand will ihn aus dem Geschäft drängen. Da wird mit ganz harten Bandagen gekämpft. Auf mit Mord? Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Sie haben den Freddy Lammers aufs Präsidium bestellt? Ja, er soll uns helfen, einige Leute zu identifizieren, die zur Tatzeit an der Tankstelle waren. Schwierig. Aber Sie haben doch die Belege von den Kreditkarten. Wir haben alle Belege. Mit Uhrzeit. Mit Uhrzeit. Kann ich die haben? Können Sie. Danke. Ja? Lessmann, wo bist du? Vor dem Haus von Marlies Groth. Ich habe mich mal ein bisschen in der Nachbarschaft umgehört. Und? Hast du was erfahren? Ja, allerdings. Ja, schön. Komm, erzähl. Dies habe ich in seinen Unterlagen gefunden. Spedition Kolbe, Allach. Das ist ein Bewerbungsschreiben. Ihr Mann wollte weg von Melzer. Ja, sieht so aus. Sie haben nichts davon gewusst? Nein. Na, über sowas spricht man doch. Ja, vielleicht. Setzen Sie sich doch. Wissen Sie, mein Mann und ich, unsere Ehe, die war nicht mehr so, wie wir uns das mal vorgestellt hatten. Wir haben über viele Dinge nicht mehr miteinander gesprochen. Mit anderen Worten, Sie wollten sich scheiden lassen? Nein, so weit waren wir nicht. Wusste Ihr Mann von Ihrer, wie nennt man das, außerehelichen Beziehung? Wie kommen Sie denn darauf? Na, Sie machen kein großes Geheimnis draus. Hören Sie, wir haben die Beschreibung eines Mannes, der Sie häufig besucht hat. Und zwar immer dann, wenn Ihr Mann unterwegs war. Anfang bis Mitte 30, schlank, sportlich. Wie heißt der Mann? Der Name. Hanno Melzer. Wie? Der Spediteur? Er ist der Junior. Wissen Sie, wo Hanno Melzer letzte Nacht war? Er war hier. Ja, danke. Marlies Groth hat gesagt, Hanno Melzer ist kurz nach dem Anruf ihres Mannes gegangen. Das war um 10:30. Um 10:45 ist Groth erschossen worden. Wie lange hast du von der Tankstelle bis zu Marlies Groths Wohnung gebraucht? Knappe halbe Stunde. Siehst du, und in umgekehrte Richtung dauert es auch nicht länger. Das heißt, Hanno Melzer hatte nach dem Anruf genug Zeit, zur Tankstelle zu fahren und Groth umzubringen. Warum sollte er das getan haben? Weil Groth ein Risiko für die Firma war. Oder aus Liebe, aus Eifersucht. Und Riesche? Der hat ihm dabei geholfen. Meinst du? Ja. In jedem Fall sollten wir morgen früh diesem Melzer Junior auf die Füße treten. Ich kann ja nur nicht jeden kennen. Was ist das? Kassenbelege von der Tankstelle. Gut, damit können wir die Leute identifizieren, die mit Kreditkarte bezahlt haben. Auf die Minute genau. Ja, ist noch was? Kann ich jetzt gehen? Nein. An dem Abend, als Groth erschossen wurde an der Tankstelle, da haben Sie telefoniert, ja? Ich weiß ihn nicht mehr. Aber ich weiß es. Wollen Sie sehen? Kommen Sie mit, ich zeige Sie. Nee, warten Sie. Da fällt mir was ein. Da hat ein Kunde angerufen. Der wollte wissen, ob wir seine Auspuffanlage reparieren können. Ja, da habe ich ihm gesagt, er möchte die Pannenhilfe anrufen. Ja? Ja. Okay, das war's. Ja, dann noch einen schönen Abend. Wir haben Neuigkeiten. Marlies Groth hat einen Geliebten. Das soll vorkommen, wenn der Mann dauernd unterwegs ist. Den Sohn von Melzer. Das ist jetzt interessant. Arne? Haben Sie was über die Spedition rausbekommen? Melzer war vor einem Jahr in eine Giftmüllaffäre verwickelt. Allerdings konnte man ihm nichts nachweisen. Bevor es zu einer Gerichtsverhandlung kam, starb einer der Zeugen bei einem Verkehrsunfall. Daraufhin wurde das Verfahren eingestellt. Aber seit kurzem wird wieder gegen Melzer ermittelt. Und prompt erwischt es wieder einen Zeugen. Zufall? Voltaire sagt, das ist ein Wort ohne Sinn. Nichts geschieht ohne Ursache. Stimme ich Voltaire voll und ganz zu. Trotzdem wären mir die Ergebnisse der Spurensicherung jetzt schon irgendwie lieber. Tatort Tankstelle. Und das ist Wohnung Rieche. Gehen Sie? Erlauben Sie, lieber Kollege, dass ich um 20.30 Uhr meine Mittagspause nachhole. Ich esse dafür auch gleich danach zu Abend. Notfallpatient. Die Lebenden gehen vor. Hane kennt die Einzelheiten. Danke, Doc.
tolle Süßkarte. Morgen. Wir waren eigentlich auf dem Weg zu diesem Spediteur Melzer. Dann können Sie ihm die nächste Hiobsbotschaft gleich mitbringen. Riesche. Eindeutig. Sehen Sie, wie auf dem Fahndungsfoto. Wer hat ihn denn gefunden? Ein Forstarbeiter. Ein einziger Schuss seitlich am Hals aufgesetzt. Kaliber 9 mm. Wahrscheinlich dieselbe Waffe, mit der Groth erschossen wurde. Der Schuss ist auf der anderen Seite wieder ausgetreten. Aber Projektil haben wir keins gefunden. Der zweite Schuh? Nicht gefunden. Sie denken also, der Tote wurde hier nur abgelegt. Der Tatort ist ganz woanders. Das hier sind Lackspuren in ca. 60 cm Höhe. Vielleicht von einem roten Auto? Eine Tür? Könnte sein. Gut. Der Doc sagt, dass Riesche seit mehr als 30 Stunden tot ist. Das ist dann ja dieselbe Tatzeit wie bei Groth. Ja, aber Riesche war danach noch mal in seiner Wohnung. So? Wohl kaum. Nein, da war wohl jemand anders. Grüß Gott. Oh, guten Tag, die Herren. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ja, keine guten. Wir haben Riesche gefunden, er ist tot. Hat Riesche einen Schrank, wo seine Sachen sind? Ja, hinten im Aufenthaltsraum. Aber wir haben keinen Schlüssel. Das mache ich schon. Ach, gehen Sie doch mal mit. Danke. Okay. Was ist mit ihm passiert? Er wurde erschossen. Selbe Waffe wie bei Groth, selbe Tatzeit. Sehen Sie? Auf den Tod ist Verlass. Oh, poetisch. Aber wie meinen Sie das? Ich habe es geahnt, dass Riesche nicht mehr am Leben ist. Aber ich war mir auch ganz sicher, dass nicht er es war, der Groth umgebracht hat. Wer hat es getan? Das frage ich Sie. Soweit ich weiß, ermittelt ja die Staatsanwaltschaft gegen Sie. Illegale Müllentsorgung, Betrug, Korruption. Oh, Sie haben noch Steuerhinterziehung vergessen. Gerüchte, Unterstellung. Konkurrenzneid, jemand will mir was anhängen. Sie kennen sich nicht aus in der Branche, aber ein falsches Signal und man ist raus aus dem Geschäft. Aber Sie werden sehen, all diese Vorwürfe lösen sich in Luft auf. Ja, jetzt werden wir mal ein bisschen konkreter, was? Von Riesche wissen wir das zwar nicht, aber von Groth, der wollte aussteigen. Das wäre für Sie doch ziemlich unangenehm geworden, ne? Oh, Sie verdächtigen mich? Ja. Sie müssen auf meine Fragen nicht antworten, wenn Sie sich dadurch... Oh, doch, Moment. Bitte. Was ist das? Mein Alibi. Sie hätten mich doch bestimmt gleich fragen wollen, wo ich denn an dem Abend gewesen bin. Stimmt. Das Protokoll einer Zeugenaussage. Ach, Sie waren Zeuge eines Autounfalls, ja? Ja, vorgestern Abend. Ihre Kollegen aus der Chiemgaustraße haben das aufgenommen. Der Unfall war 22.50 Uhr. Wie lange waren Sie auf der Wache? Das steht auch da drin. Bis kurz vor Mitternacht, ja. Na, aber wenn Sie ein Motiv hatten, Groth umzubringen, dann müssen Sie es nicht selber gemacht haben. Dann, ja, zum Beispiel Ihr Sohn. Wo ist der denn? Er ist in der Werkstatt mit einem LKW. Danke. Wissen Sie, dass Ihr Sohn ein Verhältnis mit Frau Groth hat? Ja, aber daraus ein Mordmotiv abzuleiten, das ist ja... Was? Absurd. Ja? Sagen Sie ihm trotzdem, dass ich ihn sprechen will. Auf dem Präsidium heute noch. Danke. Ja, sehr gern. Hier sind die Sachen aus Riesches Schrank. Der Brief hier war in seiner Weste. Aha, lies mal vor. Du hast gesagt, dass du mich liebst. War das alles gelogen? Für dich wollte ich meinen Mann verlassen. Wie dumm von mir. Was du getan hast, ist erbärmlich und feige. Glaub nicht, dass du so davon kommst. Den Schlussstrich ziehe ich. Keine Unterschrift, kein Datum. Warum sagst du nichts? Ich versuche mir die Frau vorzustellen, die so einen Brief schreibt. Rachsüchtig. Verbittert. Verheiratet. Ja, Hane, ich brauche mal Ihre Hilfe. Ja, ich weiß. Danke. Ja, Hane. Ich habe hier von Frau Groth einen Zeitungsartikel bekommen. Freispruch im Fall Dorfner. Ja, ich bräuchte die Akten bitte und den genauen Wortlaut des Urteils, ja? Freispruch im Fall Dorfner. Der Tod von Ewald Dorfner war ein Unfall. Der 68-jährige Unternehmer aus Ottobrunn, der im Mai dieses Jahres bei einem Segeltörn auf dem Chiemsee ertrank, ist das Opfer einer Verkettung unglücklicher Umstände. Ein Tötungsdelikt scheidet nach Meinung des Gerichts aus. Jetzt kommt's, Lessmann.
Die Aussage eines Zeugen brachte die Wende in diesen Prozess. Stefan R. entlastete den Angeklagten in vollem Umfang. Franz L. konnte den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Stefan R. ist Riesche? Da gehe ich mal schwer von aus. Erinnerst du dich an diese orangefarbene Schablone in der Wohnung von Riesche? Vielleicht hat Riesche Franz Leidinger erpresst, weil er vor Gericht nicht ausgesagt hat, was er wirklich gesehen hat. Aus dir wird mal ein richtig guter Ermittler. Sieht übrigens lecker aus. Kannst doch nur Komplimente machen, wenn du keine Kohle hast. Nee, ich meine das wirklich im Ernst. Wissen Sie, wer der Dorfner ist, der im Chiemsee ertrunken ist? Gleich werde ich es wissen. Der Schwiegervater von Leidinger. Der Mann, den Leidinger und seine Frau beerbt haben. Die Raststätte, die Tankstelle. Das Segelboot? Ja. Aber trotzdem, es ist natürlich nur eine weitere Spur. Aber eine vielversprechende, das müssen Sie zugeben, Hane. Lass mal einen Check mal, wo dieser Leidinger sich gerade aufhält. Ja. Riesche hat ausgesagt, dass er an dem Tag, an dem das passiert ist, am Chiemsee eine Radtour gemacht hat. Und dass er genau gesehen hat, wie Dorfner ohne fremde Einwirkung über Bord gegangen ist. Können Sie mir sagen, ob Ihr Chef da ist? Die Kollegen aus Rosenheim faxen uns den genauen Wortlaut durch. Leidinger ist über Mittag zu Hause. Ja, dann. Dann sollten wir uns diesen Leidinger nochmal noch genauer ansehen. Komm. Alter, was für eins? Meine Herren, gehen wir ins Wohnzimmer. Sagen Sie, worum geht's denn? Stefan Riesche. Er ist tot. Wir haben heute Morgen seine Leiche gefunden. Das ist traurig. Ja. Sie haben ihn gekannt. Das habe ich Ihnen bereits erzählt. Nein, nicht, dass wir uns jetzt missverstehen. Ich spreche nicht von seinen gelegentlichen Stopps an Ihrer Tankstelle. Wir sind uns mal am Chiemsee begegnet. An dem Tag, als das Unglück mit Ihrem Schwiegervater passiert ist? Ja. Und später sind Sie sich dann wieder im Gericht begegnet. Das stimmt. Jetzt aber mal Klartext, Herr Leidinger. Sagen Sie mir, für wie dumm halten Sie uns eigentlich? Das ist doch alles protokolliert. Oder glauben Sie, wir können keine Akten lesen? Das war ein Unfall, hat das Gericht festgestellt. Ja, weil Stefan Riesche für Sie ausgesagt hat. Weil es so war, wie er es beschrieben hat. Und wenn es nicht so war, wie er es beschrieben hat, dann hat er Sie in der Hand gehabt. Hat er Sie damals schon erpresst, ja? Nein! Aber er hat Sie erpresst. Das ist der dritte in 6 Wochen. Ich erhöhe auf 15.000. Die ersten beiden Male waren es 10.000. Oh, das ist ja wie beim Pokern. Übergabe wie gehabt, nächsten Montag, gleiche Stelle, gleiche Zeit. Allein, wie und wo war die Übergabe? An einer Brücke bei Holzkirchen. Aber unter dem Feldweg. Ich habe das Geld in einer Plastiktüte aus dem fahrenden Auto auf den Weg geworfen. Wieso sind Sie denn nicht zur Polizei? Ach so, ja klar. Weil Sie wussten, dass Riesche nicht bluffte. Sondern, dass er die Wahrheit kennt. Aber haben Sie eine Ahnung, wieso er sie erpresst hat? Ich meine, nach über 2 Jahren. Er wollte Irene haben. Er hat sie an sie herangemacht. Und als sie ihn abgewiesen hat, da hat er ihr gedroht. Das wirst du büßen tun, dein Mann, hat er gesagt. Und dass er Beweise habe. Was denn für Beweise? Das weiß ich, Fotos nehme ich an. Eine Woche nach der Drohung kam der erste Brief. Wie gesagt, ganz am Anfang, da waren es noch 10.000. Wieder 10.000 und dann 15.000. Und weil sie Angst hatten, dass das immer so weitergehen könnte, da. Und weil vielleicht Groth von der Sache wissen könnte und der Erpressung beteiligt ist, haben Sie Ihr Problem mit den beiden auf Ihre Weise gelöst. Moment mal. Sie wollen mir einen Doppelmord anhängen? Nein. Da spiele ich nicht mit. Gut, ich bin erpresst worden, das sehen Sie ja. Aber ich habe niemanden umgebracht. Ich war zur Tatzeit hier. Hier zu Hause. 30 Kilometer vom Tatort entfernt. Das können Sie nachprüfen! Ich weiß, dass gegen unsere Firma ermittelt wird. Werner Groth wollte bei Ihnen aufhören. Wussten Sie, dass er sich bei einer anderen Spedition beworben hatte? Das übliche Druckmittel. Er wollte mehr Geld. Für seinen Job oder für das, was er über Ihre Geschäfte wusste? Sie haben selbst gesagt, das ist ein laufendes Verfahren.
Darum werde ich Ihre Fragen nicht beantworten. Doch. Sie wollen einen Mord aufklären, jetzt zwei. Und mit beiden habe ich nichts zu tun. Dann ist ja gut. Sie können gehen. Aber halten Sie sich zu unserer Verfügung. Keine Termine außerhalb der Stadt. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz fertig. D'accord. Ich glaube nicht, dass Hanno Melzer unser Mann ist. Aber der hat doch ein Motiv und kein Alibi. Leidinger hat auch ein Motiv. Der hat nämlich zugegeben, dass er von Riesche erpresst wurde. Was bedrückt Sie denn, Herr Kollege? Der Gedanke, dass Sie vielleicht recht haben könnten mit Leidinger. Ja? Wieso? Der Lammers hat gelogen. Ich habe das überprüft. Zwischen 22 und 23 Uhr ist kein einziger Anruf in der Tankstelle eingegangen. Ja, aber das heißt ja, er hat telefoniert. Ja. Er hat angerufen. Wen? Seinen Chef. Lammers hat kurz vor dem Mord mit Leidinger telefoniert. Ja, Anne. Was ist passiert? Ja, gut. Wir kommen. So, Licht ausziehen. Näher ran, bitte. Ja, wir brauchen Fotos von dem Reifen. Wir haben den Halter über die Fahrgestellnummer ermittelt. Ein gewisser Leidinger Franz. Der Wagen wurde gestern Vormittag als gestohlen gemeldet. Haben Sie ihn angerufen? Nein. Das Blut im Wagen. Wir dachten, das ist eher was für die Mordkommission. War richtig. Siska, der lag unter dem Beifahrersitz. Riesches zweiter Schuh. In Leidingers Wagen. Ich fress die Sohle, wenn er uns das erklären kann. Mahlzeit. Und? Der schweigt sogar auf die Frage, ob er ein Wasser haben will. Nee, Hanne, mit dem Mann stimmt irgendwas nicht. Okay. Der glauben Sie, er war es nicht? Danke für doch, doch, irgendwas stimmt da nicht. Das war die Technik. Die Pistole, die Franz Leidinger bei sich gehabt hat, ist nicht die Tatwaffe. Das besagt überhaupt nichts. Die kann er versteckt haben. Und wenn schon. Wir haben ganzen Sack voll Beweise. Riesches Schuh in Leidingers Wagen. Die Reifenspuren bei der Futterkiste. Und jetzt auch noch das Projektil, mit dem Riesche erschossen wurde. Wo habt ihr das denn hier? Aus Leidingers Wagen. Hinten rechts in der Seitenverkleidung. Und das Blut auf der Rückenlehne. Ein Geständnis wäre besser. Leidinger glaubt, dass er von Riesche erpresst wird. Von Riesche. Mittlerweile bezweifle ich genau das. Ich habe mir das alles nochmal angesehen. Tatsache sind weder auf dem Erpresserbrief noch auf der Schablone. Ja, aber das Geld, Hane, das Leidinger von Riesche erhalten haben müsste, zweimal 10.000 Euro. In der Wohnung war nichts. Lässt man, hast du sein Konto überprüft? Auf seinem Konto war auch nichts. Ich habe die Bankauszüge gecheckt. Der Mann war immer im Minus. Keine größeren Beträge. Auch ein bisschen Milch, Hane? Nee, danke. Er hat mir zu viel Kalorien. Aber Zucker, ne? Lässt man? Ja, drei Stück. Mhm. Ausnahmsweise. Ja, ist gut. Ich sag's ihm. Leidinger will reden. Aber nur mit dir. Riesche war ein Schwein. Er hätte mich ruiniert. Zuerst waren es 10.000, jetzt 15 und beim nächsten Mal wären es 20.000 gewesen. Und das wäre immer so weitergegangen. Und Groth? Er hat davon gewusst. Die steckten beide unter einer Decke. Was war an dem Abend? Lammers hat mich angerufen, als Groth bei ihm auftauchte. Das hatten wir verabredet. Aber Lammers hat nicht gewusst, um was es geht. Ich bin hingefahren. Groth kam gerade aus dem Rasthaus. Zu früh. Er hat mich mit der Pistole gesehen, als ich aus meinem Wagen ausgestiegen bin. Und ist weggerannt. Auf die Toilette? Ja. Und dann haben Sie geschossen? Der hatte mich gesehen. Ich musste es tun. Ich musste verhindern, dass er redet. Ist die Pistole? Danach bin ich zurück zum LKW. Riesche hat geschlafen. Ich habe ihn gezwungen, aus dem LKW zu steigen. Ich wollte mit ihm in seine Wohnung fahren. Er sollte mir das Beweismaterial aushändigen. Im Wagen kam es dann zu einer unübersichtlichen Situation. Er hat versucht, die Waffe mir aus der Hand zu schlagen. Dabei hat sich ein Schuss gelöst, der Riesche traf. Er war sofort tot. So war's.
Sowas nicht. Der Schuss, der Riesche getötet hat, war aufgesetzt. Dies hier ist mein Geständnis. Entweder Sie glauben mir, oder Sie gehen. Ich sage Ihnen, was ich glaube. Ich glaube, dass Ihnen jemand dabei geholfen hat. Und wer? Vielleicht Lammers. Vielleicht Ihre Frau. Beiden haben nichts damit zu tun. Letzte Frage noch. Wer war an dem Abend nach dem Mord in Riesches Wohnung? Ich weiß es nicht. Riesche hat sich nicht erpresst. Sie haben den Falschen umgebracht. Und wenn Riesche sie nicht erpresst hat, kann auch Groth nichts mit der Sache zu tun gehabt haben. Wieder den Falschen. Zwei Morde. Völlig sinnlos. Wenn man bei Mord überhaupt von Sinn sprechen kann. Wir haben in Leidingers Arbeitszimmer eine Detektivrechnung gefunden. Er muss gewusst haben, dass seine Frau ihn betrügt. Und ich kann dir sagen, mit wem. Wo ist denn die Lady? Ja, die ist weggefahren zum Einkaufen in die Stadt. Sie sagt, sie will sich nicht mit ansehen, wie wir ihr Haus ruinieren. Ich schätze mal, das ist ein bisschen mehr als nur das Haus, was wir ruinieren. Hier, guck mal. Dasselbe Wasserzeichen wie der Brief, den wir in Riesches Spind in der Spedition gefunden haben. Irene Leidinger hat diesen Abschiedsbrief geschrieben? Genau. Jetzt schau dir das Foto an. Ich hab's doch gewusst. Irene Leidinger hatte anderthalb Jahre lang ein Verhältnis mit Riesche. Und danach hat er sie vermutlich eiskalt abserviert. Und ihr Mann hat sich die Geschichte genau andersrum erzählt. Sieh dir mal diese Bankauszüge hier an. Sie hat ihr eigenes Konto. Sie hat ihren eigenen Mann erpresst. Immer wenn er die Plastiktüte mit dem Geld für den angeblichen Erpresser von der Brücke geworfen hat, stand sie unten, hat das Geld aufgesammelt und auf ihr Konto eingezahlt. Das ist clever. Nach dem Mord an Riesche, bei dem sie ihrem Mann vermutlich sogar geholfen hat, aber das ist noch ein kleines Fragezeichen, ist sie mit Riesches Schlüssel in seine Wohnung gefahren, um angeblich Beweismaterial zu vernichten, wie sie ihrem Mann vermutlich erzählt hat, aber es gab überhaupt kein Beweismaterial, gar nichts. Sie ist dahin gefahren, um ihre Liebesbriefe an Riesche zu vernichten. Die angekohlten Papierreste in der Toilette, erinnerst dich? Naja. Und wo ist die Tatwaffe? Die haben wir auch hier gefunden. 9mm Luger inklusive Schalldämpfer. Ja? Ja, Hane? Ja? Das glaube ich nicht. In welchem Krankenhaus? Ja. Und hat man die Frau verständigt? Gut. Ja, Hane. Wir kommen dahin. Na klar. Bis gleich. Leidinger hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Ich denke, der sah sich in seiner Existenz durch diesen angeblichen Erpresser derart bedroht, dass er exakt so reagiert hat, wie seine Frau sich das ausgerechnet hat. Er erschießt Riesche. Es war also so eine Art Auftragsmord. Aber ohne, dass der Täter überhaupt bemerkt hätte, dass er einen Auftrag hatte. Raffiniert. Tja, zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen konnte sie sich an Riesche rächen und zum anderen ist sie ihren Mann los. Womit sie ja rechnen konnte, wenn er als Mörder gefasst wird. Du hast Werner Groth vergessen. Groth? Der hatte damit gar nichts zu tun. Ich glaube, der ist einfach nur in die Schusslinie geraten. Was ist? Kommt er durch? Er ist tot. Auf den Tod ist Verlass, hat der alte Melzer gesagt. Wo ist seine Frau? Sie ist... Frau Leidinger, ich nehme Sie vorläufig fest wegen Anstiftung und Beihilfe zum Mord, Erpressung und unerlaubten Waffenbesitz. Geben Sie sich keine Mühe. Ich sage nichts. Das würde ich auch nicht ertragen.